Guck mal ab, genau. Oh, die ist gestorben. Boah, Alter. Das gibt's da wohl nicht. Ah, wie der abgeht. Da ist der Typ. Ah, ich hab heute noch gelesen. Boah, scheiße. Wie der abgeht, Jungs, ey. Ach, der kommt da schon angehopst. Obwohl er uns ja nicht gesehen hat. Bist du ja da? Boah. Boah, guck, der wollte gerade schlagen, Alter. Oh, yes. Trollfett, oh mein Gott, ist das wenig. Warte, jetzt guck ich mal, was ich noch verbessern könnte. Neue Stufe. Zerstörung, Wiederherstellung. Gesundheit aus. Warte mal, ich will kein Noviz sein. Kein Magier. So, zwei. Und dann war's das. So, was muss ich Quick Save? Hoffentlich kommt nicht noch eine, Alter, an. Das waren meine ganzen. Hier lang, ne? Hoffen wir mal. Boah, der Wind. Heftig. Hey, hier geht's irgendwie runter. Ach, da oben geht's. Da unten geht's oben. Boah, Stadt schon, Alter. Heavy Metal, Alter. Das ist ein Schneemann, oder? Sieht's aus wie ein Schneemann. Sobald da was rot kommt auf der Karte, sieht man dann Gegner. Boah, wie lange dauert das denn noch?
die paar Stufen runter. Boah, ist das noch, Alter, ich sehe nichts mehr. Da oben ist es da. Ja, wir haben es geschafft, Alter. Oh, boah, da. Wo lang hier? Okay. Stufe 5 sind wir. Yeah. Hello. Oh. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Warte mal. Wir werden sehen, ob ihr wirklich über die Gabe verfügt. Sieh an. Ein Drachenblut erscheint. Gerade jetzt, am Wendepunkt des Zeitalters. Graubärte sind das. Mhm. Ihr nennt mich Drachenblut, was bedeutet das? Zuerst werden wir überprüfen, ob ihr wirklich ein Drachenblut seid. Gebt uns einen Vorgeschmack eurer Stimme. Wie Stimme? Schreit für uns. Keine Angst. Euer Schrei. Schreit für uns, also. Ja, wenn ich das wüsste, wie das ginge, ne? Ich hab's irgendwie herausgefunden, dass man irgendwie. Schreit uns an und gebt uns eine. Schreit uns an. Ich sag jetzt, schreit uns an. Ich kann auch nichts dafür. Anschreien. Ziehen. Schrei macht Y. Aha. Drachenblut, ihr seid es. Willkommen in Hochrodgar. Ich bin Meister Arngeier. Ich spreche für die Graubärte. Sagt mir also, Drachenblut, was führt euch hierher? Wir sind die Graubärte. Wir folgen dem Weg der Stimme. Ihr steht in Hochrodgar am Hang des heiligen Berges von Kynaret. Hier kommuniziert ihr müsst doch voll kalt sein, Alter. Mit der Stimme des Himmels und versuchen, ein Gleichgewicht zwischen unserem inneren und äußeren Ich herzustellen. Aha. Wir sind hier, um euch bei diesem Anliegen zu helfen, so wie die Graubärte jedem Drachenblut geholfen haben, das vor euch kam. Tut mir leid. Ihr seid nicht das Erste. Es hat viele. Ich bin einziges, okay. Akatosh die Gabe zum ersten Mal den Sterblichen verliehen. Ob ihr das Drachenblut dieses Zeitalters seid, das entzieht sich unserem Wissen. Ihr seid das Einzige, das sich bisher zu erkennen gegeben hat. Mehr kann ich nicht sagen. Okay. Ich folge eurem Ruf, Meister. Ich bin bereit zu nehmen. Ihr habt bereits bewiesen, dass ihr ein Drachenblut seid. Ihr verfügt über die angeborene Gabe. Aber habt ihr auch die Disziplin und das Temperament, eurem Weg zu folgen? Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr habt ohne Ausbildung bereits die ersten Schritte hin zum Bündeln eurer Stimme als Tuum, als Schrei, unternommen. Jetzt werden wir sehen, ob ihr bereit und fähig seid zu lernen. Wenn ihr einen Schrei nutzt, sprecht ihr in der Sprache der Drachen. Daher gibt euch euer Drachenblut einen angeborenen Vorteil beim Lernen der Worte der Macht. Alle Schreie bestehen aus drei Wörtern der Macht. Mit jedem Wort, das ihr meistert, wird der Schrei stärker. Meister Einhard wird euch nun Ro lehren, das zweite Wort von unerbittlicher Macht. Einhard bist du doch, ne? Ro bedeutet in der Drachensprache Gleichgewicht. Kombiniert es mit Wus, Kraft, um euren Tum stärker zu bündeln. Ach, da. Ihr lernt.
neue Wörter wie ein Meister. Ihr seid wahrlich mit der Gabe gesegnet. Hä, was hab ich denn gemacht? Ich hab das nur angeguckt. Also, muss ich das nur angucken oder was? Um es in einem Schrei nutzen zu können. Nun, so lernt der Rest von uns Schreie. Als Drachenblut könnt ihr die Lebenskraft sowie das Wissen eines getöteten Drachen direkt aufnehmen. Als Teil eurer Einführung wird Meister Einhard euch an seinem Verständnis von Roh teilhaben lassen. Jetzt zeigt uns, wie schnell ihr euren neuen Tun umsetzen könnt. Nutzt euren Schrei der unerbittliche Macht, um die Ziele zu treffen, sobald sie erscheinen. Ich sogar! Wuss! Verwendet sowohl Wuß als auch Roh. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Mhm. Verwendet sowohl Wuß als auch Roh. Wenn ihr sie kombiniert, wird der Schrei mächtiger. Wie, hä? Doppelklicken oder was? Ah, okay. Länger gedrückt halten. 1 bis 3 geschafft. Und jetzt? Gut gemacht. Wieder einmal. Also muss ich jetzt weitermachen oder was? Also, okay. Müssen wir weitermachen. Ihr lernt schnell, wie gewohnt. Beeindruckend. Euer Tuum ist präzise. Ihr zeigt großes Potenzial, Drachenblut. Eure nächste Prüfung findet im Hof statt. Folgt Meister Bori. Ich mach einfach so. Das macht irgendwie mehr Bock. Jetzt, wenn man so ein Nahkampf ist. Aber außerhalb. Brauchst du langsam, Alter. Geh mal weiter, geh mal weiter, geh mal weiter, geh mal weiter, geh mal weiter. Ja, warte mal. Ausschleichen. So. Das Tor. Weiter geht's im Training. Meine Fresse, macht das Bock, ey. Das Training. Und wie lange jetzt? Kommt die mit? Ach, die kommen alle mit, okay. Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Völlig Meister neu? Wut geil. Wird euch Wut beibringen. Wut, das bedeutet Wirbelwind. Ach, wie geil, ich muss das Ding da. Ihr müsst das Wort tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Tun bündeln könnt. Hey, was ist denn damit? Ach, ich muss das probieren, ach so. Geht zu Meister Bo. Er wird sein Wissen über Wult mit euch teilen. Tschö. Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrei meistern könnt. Meister Wulfgar wird euch den Wirbelwindsprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori. Bex. Wow. Jetzt sind wir dran. Stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor. Wo bist du? Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Back. Was? Bro! Ich stehe auf Thomas.
Ist das schon alles? Noch einmal. Hä? Hä? Hey? Warum steht die im Weg, Alter? Super. Ach, ich gehe. Ah. Tut mir leid. Mach das Tor doch offen. Geh mal auf den Weg. Ich war da drauf. Hä? Klär mir jetzt nochmal. Bleibt bei mir und bereitet euren Weg. Versucht es noch einmal. Atem. Wie viel? Und Konzentration. Hä? Auf Y, oder? Hallo. Hallo. Max. Versucht es noch einmal. Und ah, Mann. Warte mal. Was für Schrei macht Schleichen sprinten? Auf alt. Mach das Tor auf. Ich hoffe mal, das ist das, ne? Immer. Mach doch. Stehe ich nicht genau oder was? Ist das schon alles? Hä? Noch einmal. Hallo, das klappt doch nicht. Ach so, okay. Bleibt bei mir und bereitet euren Wirbelwindsprint vor. Meister Bori gibt es. Ja, ja, ich weiß jetzt. Ah, Mann, warte. Mann, die scheiß blöde Lydia stört mich voll, Alter. Abgeschlossen. Wieder mit A und Livia.